Hallo, die Woche 10 Aufgaben sind raus und ich werde sie jetzt spielen mit 5 neuen Aufträgen. Was haben wir da? Sammle Gegenstände bei Handlanger Grabungsstellen ein. 10 Stück. Ja, es gibt 7 Grabungsstellen verteilt auf der Insel. Kann man sich eine aussuchen? Dann lege Distanz zurück, während deine Schilde voll sind. 50 Meter, das ist easy peasy, ganz, ganz nah. Gib Barren aus, 600, wer sie hat. Erziele Kopfschüsse bei Spielern, während du über Kimme und Korn zielst. 10-mal treffen. Lade Waffen innerhalb von 30 Sekunden nachdem du einem Gegner Schaden zugefügt hast. Das sollst du 30-mal machen. Das hat bei mir lange gedauert. Die Kopfschüsse gehen eigentlich noch. So, ich nehme wieder vom Untergrundbahnhof rein weg meine treue Artemis. Das kennt ihr und die kostet nämlich auch ein bisschen was. Aber auch die Waffe kostet was, die nehme ich vorher. 300, Artemis kostet 200, sind 500. Brauche ich noch 100, die ich ausgeben muss. Und die gebe ich jetzt hier für Tränke aus. Zack. Und damit habe ich die Aufgabe komplett erledigt. Und habe 2 Tränke, mit denen ich meine Schilde auffüllen kann. Und mit den Schilden, mit den vollen Schilden, soll ich dann 50 Meter Entfernung zurücklegen. Das schaffe ich doch. Das ist wirklich leicht. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr einfach, weil das so nah ist. Mit der Säge kann man nur gut gleiten hier. Guckt mal. Surfing. Passt mal auf. Funktioniert. Funktionstest. Alles gut. Und los geht's. Ah, ich habe ja schon 27 Meter. Guckt mal, wie er durch die Schienen rast hier. Ab zum nächsten Punkt. Den würde ich euch mal zeigen. Aufgabe abgeschlossen. 52 Meter. Guckt mal, wenn ihr hier oben landet, könnt ihr gleich Slurp Truck kaputt machen und dann habt ihr 100 Schild. Ich habe jetzt natürlich schon voll, aber ihr hättet jetzt 100 Schild, hättet ihr nichts gehabt und könntet jetzt 50 Meter laufen. Wäre auch eine Möglichkeit. Grabungsstellen. Ich fahre dahin und da ist auch schon eine Menge los. Da soll ich ja eigentlich nur Sachen einsammeln. Das stören jetzt Gegner. Spieler und Gegner stören da. Also sie hier zum Beispiel. So, ja gut, sie stört nicht mehr. Aber die Leute hier, die Wachen, die stören. Die müssen noch weg. Ich mach mal hier mit meiner Echse hier den Sägenmann. Ja, nicht den Sendenmann, den Sägenmann. So, zack. Die nächste. Die müssen alle weg, damit ich das alles aufsammeln kann. Ich muss 10 Gegenstände aufsammeln. So, und weggesägt. Alles weggesägt, was sich bewegt. Komm her. Ja. Paletti. So, jetzt aufsammeln. Passt auf. 10 Stück. 1. Und da die nächste. Ja, es gibt hier genug. Gibt wirklich genug. Keine Sorge. Also, wo Leute sind, die man platt gemacht hat, da gibt es wirklich genug Zeug zum Aufsammeln. Da kommt man auf 10 Gegenstände. Ganz locker. Ich bin ja schon bei 9. Guck mal. Das ist noch eine Sache. Ich muss nur noch die Truhe aufmachen und da sind ein paar Sachen drin, die ich auf jeden Fall gebrauchen kann und aufsammeln kann. Selbst wenn ich sie nicht gebrauche. So, ja. Erziele Kopfschüsse und lade Waffen innerhalb von 30 Sekunden nach. Ich mache jetzt das Kopfschussding. Probiere ich mal. Während ich über Kimme und Korn ziele. So, dafür habe ich eine Schrotflinte. Die darf sich bloß nicht so doll bewegen. Einer, zwei. Aber einfach in dem Fall. In dem Fall war es einfach. Hier ist es schwierig. Ja, er hopst. Nee, nicht wirklich. Lieber Kimmer und Korn zu zielen und dann mit dem Ding. Doch, der letzte hat getroffen. Und der hat ihn auch niedergestreckt. So, ich habe 3 von 10. Da ist jetzt noch ein Gegner. So, komm her. Und jetzt habe ich hier die Herrscherschrotflinte. Und ich glaube, die ist besser. Wir haben auch nicht getroffen. Ich muss ja über Kimme und Korn zielen. Und den Kopfschuss. So, okay. Oh, Mann. Wenn die ja nicht immer wegläuft. Bleib doch hier. Bleib doch hier. Komm. Jawohl. Einmal. Und nochmal. 2-mal gleich. 6 von 10 habe ich. 4 brauche ich noch. 4 noch 4 noch 4. Da ist noch was los. Ich renne hin. Ich brauche noch 4. 4-mal treffen. Da ist noch nichts. Jetzt ist einmal getroffen. Und der hat auch getroffen. 2-mal noch. 2-mal. Kommt. Mach's mir nicht so schwer hier. Oh, wieder so ein Hopskäse. 9. Ja, noch einmal, komm. Nicht so hopsen wie das. Halt doch still.
Alter, Kumpel, halt still. Ja, ich hab's. Jetzt heißt es, lade Waffen innerhalb von 30 Sekunden nach, nachdem du einen Gegner, ja, Spieler oder Gegner getroffen hast. Ne? Das zählt jetzt beides. So, jetzt 8. Nochmal. Ja, das war's jetzt auch. Mehr als 8 kriege ich nicht hin. Beziehungsweise 9. Ich muss wieder ins Spiel rein. Und das nochmal probieren. Jetzt habe ich schon 10. Artemis gibt mir Rückendeckung. Oh, jetzt ein bisschen zu viel Rückendeckung. Ich muss den ja nur treffen und nachladen. Ah gut, egal. Ich will mich nicht beschweren, wenn sie trifft. Ah, ist wirklich anstrengend, die Aufgabe. Weil du musst immer nachladen. Am besten, man hat eine Schnellladewaffe. Für dieses... für diese Aufgabe, die sich ganz schnell lädt, ne? Yep. So, sind 15. 15, 15. 16. Ich hab nachgeladen. Ja, nochmal 17. Ja, mit der Schrotflinte, mit der Hammer, die ich gar nicht so gut finde, da muss man echt schnell nachladen. Da geht es eigentlich relativ, da geht es irgendwie sogar besser, finde ich. Das, was ich sonst immer verfluche, dass die so schnell... nachlädt. Das ist jetzt der Vorteil bei dem Ding. Nächste Mal. Unterschiedliche Aufgabenstellung, andere Waffen gefragt. Mhm. Ist ja auch eine interessante Erkenntnis, ne? Ich bin jetzt bei 21. Das hat jetzt nicht gezählt. Warum nicht? Ich habe den getroffen, nachgeladen. Sehr seltsam. Das wenigstens das zweite Mal hat es dann gezählt. So. Ich bin bei 24. Oh, der ist jetzt weg. Ah, der hat hier noch einen. Noch einer. Das dauert, das Nachladen. Das muss eigentlich fixer gehen. Von die, hier oben, die nerven auch. Die nerven total. So viel auch. So, nachladen. 25, nachladen 26. Und Artemis hat wieder den Rest erledigt. Da ist einer drinne. Okay, und Chaka, der ist platt, jetzt nachladen. Hab ich vergessen. Nachladen. Einer hat mir gefehlt. Ich muss noch ein neues Match anfangen. Nein, das dritte. So ein Ärger. Na gut, gleich hier bei Artemis. Oh, das wird knapp. Das mit dem Nachladen dauert gerade viel, viel zu lange. 13 Pünktchen hatte ich gerade eben noch. Aber egal, ich habe es gleich zu Anfang des dritten Matches geschafft. Ich krieg meine Belohnung und das ist der Captain Jones als Zeichnungsstil. Ja, cool, ne? Woher bekommt man den, zeige ich euch auch gleich. Das ist nämlich die allerletzte Belohnung aus dem Battle Pass, aus den Auftragsbelohnungen. Da ist er. Ne? Das ist jetzt im Besitz, Seite 2. Da gibt es auch nichts mehr zu holen. Es gibt hier auch keine wöchentlichen Aufträge mehr. Nicht mehr in 7 Tagen oder so. Nee, nee, ist vorbei. Ja, ich hoffe, ich konnte euch unterhalten, informieren, wünsche euch was, sage ciao.